Herzlich willkommen, die CTP von der Republika 2013 in der Station in Kreuzberg. Wir machen jetzt einen kleinen Tagesabschluss des ersten Tages. Mache ich nicht alleine. Mit dabei ist Ulf Burmeier. Hier so ein bisschen auf ein Bierchen reingerauscht. Heute einen Vortrag gehalten, den Facebook-Typen gegrillt. Aktivist, Richter, Landgericht und Hobbycoder. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Und Markus Beckedahl, Netzpolitik und Mitorganisator der Republika. Moin. Hallo. Sag mal, was war heute? Heute war der erste Tag der Republika. Ja, schon okay. 2013. Aber was war also inhaltlich irgendwas aufgefallen? Hast du irgendwas gesehen oder bist du nur rumgerannt? Ja, ich habe das Problem, als Veranstalter muss ich die ganze Zeit mit Leuten reden, was ich auch toll finde, weil so viele nette Freunde, Bekannte hier sind, Leute, die ich noch nie kennengelernt habe, aber die ich halt digital irgendwie kenne. Und ansonsten muss ich unser Motto ständig irgendwelchen Journalisten die Kamera erklären. Okay, da frage ich jetzt nicht nach, kann man im Internet nachlesen. Kommst du denn noch zum Reden oder bist du die ganze Zeit am Rumorganisieren hier? Also wir haben zum Glück mittlerweile ein so fantastisches Team, was auf so vielen Schultern verteilt ist, dass jeder seine Aufgabe hat und wir als Veranstalter nicht mit dem ganzen Klein-Klein beschäftigt sind. Insofern rede ich morgen in meinen eigenen Vorträgen. Heute habe ich mit Leuten geredet. Und Ulf, wie ist so deine Erfahrung am ersten Tag? Also Infrastruktur ist ja immer so ein beliebtes Thema. WLAN. Ja, also ich würde sagen, das klappt also in diesem Jahr ganz wunderbar. Letztes Jahr war es auch schon wirklich sehr gut, wobei es beim WLAN doch so hier und da im letzten Jahr gehakt hat. Und da muss man sagen, ganz großes Lob an das Network Operations Center. Das klappt in diesem Jahr wirklich ganz toll. Es gab im Vorfeld viele so leicht sarkastische Tweets. Haha, ich bin jetzt offline, ich gehe zur Republika. Und das kann man überhaupt nicht sagen. Alles funktioniert wunderbar. Ich meine, das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber man muss schon sagen, das macht viel Spaß. Ist ja das zweite Jahr jetzt hier in der Station, mehr Platz mit dieser Halle und so. Wie ist so die Atmosphäre deiner Meinung nach? Ich würde sagen, die Atmosphäre ist großartig. Es war im letzten Jahr schon so, dass der Umzug ja allgemein gefeiert wurde, einfach weil man wieder so ein bisschen Luft zum Atmen hatte. Aber nach meinem Empfinden ist es in diesem Jahr einfach noch so ein bisschen entspannter. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Abläufe so ein bisschen eingespielter sind, aber vielleicht auch so ein bisschen einfach mit dem Wetter. Ne? In Berlin war ja Winter bis vor ein paar Tagen und jetzt sind alle Leute irgendwie in so einem Frühlings-Frühsommer-Modus und ja, einfach ein ganz tolles Fest des deutschen Internets. Ja. Sag mal, ihr hattet heute einen Überraschungsvortrag. Weißt du, was das war? Nee, eigentlich war geplant, dass IYY per Videoschalte zugeschaltet wurde. Ja. Aber das hat dann doch nicht so ganz geklappt, weil die so ein bisschen doch verpeilter waren, als es eigentlich vorher vereinbart war. Der IYY und seine Leute, oder? Ja. Aha. Also. Und dann habt ihr improvisiert, oder? Dann hat Birgitta Jonstott hier, genau. Ja, hat einfach länger geredet. Und ich glaube, dann haben wir trotzdem noch, wenn sie ankam, die Grußbotschaft von IYY abgespielt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe nichts gelesen. Die war uns für heute Morgen um 3 versprochen worden. Heute Morgen um 9 war sie noch nicht im Briefkasten, deswegen keine Ahnung. Okay. Organisatorisch irgendwie ein kleines Fazit so vom Tag. Hat das soweit geklappt oder gab es irgendwelche Pannen? Habt ihr euch was anderes vorgestellt jetzt von der Live-Schalte mal abgesehen? Also es hat eigentlich alles prima geklappt. Also letztes Jahr war für uns diese Station neu zu bespielen. Jetzt haben wir ein eingespieltes Team, was super funktioniert. Wir haben auf alle Eventualitäten monatelang uns vorbereitet und es gab am Anfang heute Morgen an den Getränkeausgaben Schlangen. Das konnten wir dann irgendwann lösen, indem wir da einfach mehr Personal dahinter gestellt haben, wie es eigentlich geplant war. Und seitdem gibt es eigentlich auch kaum Schlangen. Morgen Tag 2. Gibt es noch Tickets? Kann man noch vorbeikommen? Es gibt noch Tickets an der Abendkasse. Was kostet die, wenn man morgen kommt? Wir haben keine Tagestickets, deswegen kann man immer noch nur für 150 Euro Eintritt hier hinkommen. Das mag für manche viel sein, aber wer halt früh bucht, kriegt ein Frühbucherticket. Die kosten dann teilweise nur 60 Euro. Ja. Und es ist einfach für uns logistisch viel zu aufwendig, auch in der Querkalkulation Tagestickets rauszugeben. Deswegen gibt es halt nur diese 3 Tagestickets. Ja. Aber es gibt den Livestream zumindest aus Saal 1. Und die Videos, viele oder alle? Ja, 4 oder 5 Fallen zeichnen wir auf und stellen sie auch teilweise jetzt schon auf YouTube, manche später. Okay. Ist alles eine Organisationsfrage. Gucken wir auf morgen. Ulf, hast du dir schon was rausgesucht, was du dir morgen angucken willst oder willst du nur rumlenzen hier auf dem Affenfelsen? Also ich bin morgen, glaube ich, erst ein bisschen spontan unterwegs. Wir haben ja morgen Nachmittag noch den Talk von der DigiGuess. Da werde ich also auch 10 Minuten zu beitragen. Da werden wir noch mal ein bisschen vorstellen, was die DigiGuess bislang so auf die Beine gestellt hat und was unsere Pläne sind für die nächsten Monate. Und ansonsten werde ich mich einfach morgen mal ein bisschen treiben lassen. Ich habe morgen Gott sei Dank quasi vorgearbeitet auf der Arbeit, sodass ich morgen so ein bisschen Luft habe und kann dann mich hier auf der Republika treiben lassen. Morgen, hast du irgendwas auf dem Highlight? Die Bloggerin aus Kuba ist da? Die war heute schon. Die war heute schon. So.
Johanna Sanchez, genau. Oder so. Ja, ich muss um 11.15 Uhr über unser Blog soll schöner werden reden. Also wir haben bei netzpolitik.org jetzt nach fast 9 Jahren die Situation, wir wollen uns weiterentwickeln. Das steht und fällt aber auch mit Finanzierung. Jetzt stehen wir vor denselben Fragen wie eigentlich der ganze Online-Journalismus. Wir haben aber eine starke Community, die uns unterstützt. Wir haben jetzt mal eine Leserfinanzierungskampagne für eine weitere Säule gestartet. Und über diesen ganzen Prozess, was ist überhaupt netzpolitik.org, wie arbeiten wir, wo wollen wir hin, vor welchen Fragestellungen steht man, wenn man auf einmal so ein kleines Massenmedium geworden ist, was eigentlich als Hobby startete, darüber werde ich reden. Und später werde ich dann noch in einem Vortrag von Ben Scott über Netzneutralität im Anschluss quasi über die deutsche Debatte mitdiskutieren. Das okay. sind so meine persönlichen Sachen, wo ich involviert bin. Sonst habe ich als Veranstalter natürlich das Problem, wir laden lauter spannende Leute ein, wir kuratieren monatelang ein Programm und können uns das später nur auf YouTube anschauen. Okay. Alles klar, ich denke, das war's fürs Erste. Morgen geht's weiter, kommen die Kollegen, weiß nicht, Johnny wahrscheinlich und Andreas, her ab 9.30 Uhr dann auch hier DCTP live, den Vorausschau auf den morgen zweiten Tag. Ja, dann gibt's weitere Gespräche hier mit uns, findet ihr dann auch bei YouTube, DCTP oder auf der Seite der Republika. Ich danke euch erstmal, einstweilen, wir trinken jetzt noch ein Bierchen und sehen uns dann morgen wieder. Danke, dass ihr dabei wart, schönen Abend noch und tschüss. Bis dann. Ciao.